Heute gibt's ein Thema sogar. Wer hätte es gedacht? Und zwar eine Frage, die ich sehr, sehr, sehr häufig gefragt worden bin. Fix, macht dir Fortnite noch Spaß? Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Freunde, bevor das Video anfängt, ich wollte euch heute diesen heftigen Skin zeigen, der im Itemshop ist. What the fuck ist das denn, Alter? Leute, ich habe ihn mir direkt geholt. Natürlich mit dem Supporter-Creator-Code Fix. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, falls ihr euch zum Beispiel einen Fußball-Skin kauft, es gibt jetzt nämlich auch Zombie-Fußball-Skins, benutzt gerne den Creator-Code Fix. Ja, Dankeschön. Und ich würde sagen, wir starten in die Runde. So, ich bin in einer Runde Solo drin und wir haben uns natürlich diesen kranken Skin hier gegönnt. Und wisst ihr, was lustig ist, Leute, wenn jemand so... Wenn man so leicht hochfliegt, seht ihr die Zunge? Er schaut so doof aus, ey. Aber ja, Leute, ich spiele jetzt mal ein kleines bisschen den Skin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier für eine Runde hinlegen. Heute gibt's ein Thema sogar. Wer hätte es gedacht? Und zwar eine Frage, die ich sehr, sehr, sehr häufig gefragt worden bin oder immer noch gefragt werde die ganze Zeit. Und zwar, Fix, macht dir Fortnite noch Spaß? Und... Fix, wie findest du Season 11, Kapitel 2, Fortnite 2? Keine Ahnung, Mann, wie man das nennen soll, aber ihr wisst, was ich meine. Und darauf gibt es heute eine Antwort. Ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt, deswegen schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Eure Meinung zum Thema. Dann lasst uns ein bisschen labern in den Kommentaren. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen können, hier ist ziemlich viel Action, Leute, wie ihr es schon gesehen habt. Ich glaube, hier sind locker so 15 Leute gelandet. Wir müssen vielleicht ein kleines bisschen sweaten, vielleicht erstmal den einen oder anderen Dude wegklatschen. Okay, er ist auf jeden Fall hier close irgendwo. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter. Er hat einfach einen Rocket Launcher. Haut mir den komplett in die Schnauze rein. Du siehst mich nicht, Bro. Boah, er hat mich echt nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Er hat mich wirklich nicht gesehen. Er ist irgendwo da hinten. Okay, Leute, erstmal chillen. Schau mal, habt ihr schon gewusst, dass man hier rein kann und sich hier drin ein bisschen Schild gönnen kann? Ich muss sagen, ich finde diese Fabrik hier, Slurpee Swarms, finde ich schon sehr nice. Und ist schon wirklich ein nicer Lootort. Aber ja, kommen wir zum Thema, Leute. Fortnite Season... Fortnite 2. Keine Ahnung, Mann, wie ich das nennen soll. Aber Fortnite 2, muss ich sagen, macht mir unglaublich viel Spaß. Es gab davor Seasons, die haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Und das hatte ihre Gründe, Flugzeuge, Schwerter oder Roboter oder was weiß ich. Also es gab wirklich Seasons, da habe ich Fortnite nicht so wirklich enjoyed. Aber ich muss sagen, schon seit Anfang an, seit ich Fortnite spiele, finde ich Fortnite einfach ein geiles Game. Und ich habe immer in mir drin so dieses kleine Suchtgefühl, so, yo Mann, jetzt eine Runde Fortnite zocken. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und das ist nie weggegangen, muss ich sagen. Bei einigen ist es wahrscheinlich weggegangen, aber bei mir ist es irgendwie nie weggegangen. Ich habe da immer so Bock drauf. Man hat es vor allem auch gemerkt, so als Fortnite down war, Leute, da hat es richtig gekickt. So. Man konnte kein Fortnite spielen und jeder hat sich gedacht, oh no, Alter, bitte, ich will doch nur zocken, Alter. Und das ist wirklich so nochmal die Bestätigung für mich selbst gewesen, dass ich einfach Fortnite liebe, Leute. Es ist einfach das heftigste Game überhaupt. Und wir müssen jetzt mal da einmischen. Und deswegen ist schon mal die erste Frage geklärt. Ja, Fortnite macht mir immer noch Spaß, Leute. Keine Sorge. So schnell werde ich nicht aufhören, Fortnite zu spielen. Natürlich habe ich auch Bock auf andere Games. Werde ich natürlich auch ein paar andere Games noch zocken. Aber Fortnite ist wirklich Liebe, muss ich sagen, Leute. Fortnite macht richtig Bock. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie steht ihr dazu? Findet ihr es noch nice? Sagt ihr, ah, nee... Nicht so geilo. Oh, no, no, no. Alter, hier sind so viele Leute und ich habe so wenig Leben. Finde ich halt jetzt nicht so praktisch eigentlich, ne? Oh, no, no, no.
Okay, Leute. Oh shit, Leute. Der Fisch ist nicht schlecht. Nice one. Uff, Alter, wichtiger Kill. Ich muss sagen, der Fisch, der war Baba, Alter. Der hat wie alle Leute hier zerfetzt. Und ich habe ihn bekommen. Knappe Sache. Ja, kommen wir mal zu Fortnite 2, beziehungsweise zu Fortnite Kapitel 2. Ich muss sagen, Fortnite hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich habe zwar schon vor 3-4 Seasons gesagt, jo, wir brauchen eine neue Map, aber wie sie die neue Map umgesetzt haben... Oh Gott. Ich habe 10 Mats, Alter. Der will mich doch komplett verarschen, der Typ. Ja, wir haben ein mega Problem jetzt. GG, Bro. Alter, mit seinem MP-Spray, ne? Haut er da rein? Wieso nicht, mein Freund? Wenn, dann spielen wir hier schon vernünftig. Leute, wisst ihr, was ich mega geil finde? Ich muss einerseits sagen, die Map ist nice. Die Map haben sie gut gemacht, gefällt mir richtig gut. Es macht Bock, auf der Map zu spielen. Es gibt viele neue Orte, es ist nicht so leer, also... Man hat nicht nur so die Main-Spots, wo man immer hingeht. Und es ist so hügelig ein bisschen. Man wird nicht third-party zu viel, wenn man irgendwo auf einer freien Fläche steht oder so. Ich finde es einfach, es ist eine geile Map, Leute. Es ist eine geile Map. Ich finde die Boote cool. Man kann ein bisschen rumfahren mit den Booten. Man kann auch ein bisschen auf dem Land fahren mit den Booten. Muss ich auch sagen, finde ich nice. Vor allem, dass sie dann nicht so schnell kaputt gehen und so. Alles in allem eine richtig schmackhafte Map. Dann, Leute, Waffen-Setup. Ich muss sagen, sie haben... so nice die Waffen ins Game reingebracht. Und zwar, es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Waffen. Es gibt, glaube ich, nur 5 verschiedene Waffen, wenn es mich nicht täuscht. Dadurch, dass es so wenig Waffen gibt und so wenig Movement-Items und wenig Schilder und so weiter und so fort, ist man nicht so gezwungen, so, yo, scheiße, ich hätte gern noch die Waffe, ich loote noch ein bisschen mehr, ich hätte noch gern noch die Waffe. Man lootet dann nicht mehr so Ewigkeiten, muss ich sagen, richtig, richtig feierbar. Richtig nice. Klein, überschaubar. Du lootest deine 3-4 Waffen, bist zufrieden, kannst damit die Runde easy gewinnen, kannst schön reinfetzen und musst nicht, keine Ahnung, 90 Stunden gefühlt looten gehen. Und das Gute ist, ich habe jetzt auch einfach meine Sniper weggeworfen, weil Sniper sind auch nicht mehr so selten, dadurch, dass sie in so vielen Farmen vorhanden sind. Und dann gönne ich mir halt irgendwo noch eine Sniper, weil man findet ja relativ schnell eine Sniper. Kleiner Minuspunkt, muss ich sagen, sind die Bots, weil mittlerweile sind sie schon sehr viel geworden teilweise. Man hat einfach echt oft einfach nur viele Bots in der Runde. Vor allem, wenn man dann irgendwo hingeht, wo jetzt, keine Ahnung, nicht First Drop war. Wir waren ja gerade First Drop. Da sind viele Spieler, gehen natürlich immer First Drop raus. Aber wenn man jetzt irgendwie so in der Mitte landet oder ein bisschen außerhalb, dann hat man echt schon viele Bots am Anfang. Einerseits natürlich cool für neuere Spieler, aber wenn man jetzt auf einem Niveau spielt, wo man nicht unbedingt gegen Bots spielen muss, weil die Bots sind halt einfach langweilig zu töten, so wisst ihr? Wenn ich Fortnite spiele, allgemein wenn ich Shooter spiele, ich muss einfach, Leute, ich muss wissen, dass der Spieler, den ich gerade in dem Moment getötet habe, zu Hause sitzt und weint. Ja, das ist meine Motivation hier. Ich weiß, ich bin geisteskrank, meine Freunde. Ja, das ist auf jeden Fall mit einer meiner Motivationen hier, Shooter zu spielen, wisst ihr? Und ich enjoy das. Ich enjoy das richtig. Okay, da haben wir ein paar Gegner. So ein kleiner Minuspunkt an der neuen Season sind die Mid-Game-Fights, sag ich mal, beziehungsweise allgemein das Mid-Game, würde ich sagen. Weil oft ist es so, dass man Ewigkeiten läuft und keinen Gegner sieht. Ich weiß nicht, woran das geschuldet ist, Mann. Keine Ahnung. Das Problem haben wir aber schon seit mehreren Seasons und das liegt nicht an Kapitel 2. Denn seit mehreren Seasons sterben die Leute so schnell am Anfang und man findet einfach keine Gegner im Mid-Game. Komm, lauf. Gönn dir, Bro. Oh, schade. Spielt nicht schlecht, so von seinen Building- und Editing-Skills her. Aber ist trotzdem sehr verwirrend. Wir bleiben mal kurz im Highground, Leute. Eigentlich müssen ja da 2 sein, ne? Weil der hat ja gerade gegen den gefightet. Ich hätte schon gern einen von den beiden getötet. Allein für die Mats, ne? Da drüben ist einer. 30er-Hit. Nicht schlecht. Schon aber hochpusht. Wahrscheinlich. Okay. Wir müssen in die Zone. Shit, 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 shit. Ja, okay, so fett war seine Shotgun auch nicht. Nein, ich weiß nicht, ob ich in die Zone komme. Ich hoffe mal. Okay, easy. Wir haben trotzdem noch ein Problem. Hinter mir ist, glaube ich, noch der andere Dude. Das könnte ein kleines Problem werden. Und wir haben echt wenig Mats, ey. Shit, Leute.
kurz Medikit reinziehen, Biggie reinziehen, vielleicht hier noch den Airdrop mitnehmen, mal schauen, was wir da noch Gutes haben. Aber ich muss sagen, Fortnite hat auch mit den Skins, die jetzt neu in die Season reingekommen sind, so gute Arbeit gemacht. Das ist schon heftig, Alter. Die Halloween-Skins, die Fortmare oder Nightmare von, keine Ahnung, ihr wisst, welche Skins ich meine, die sind schon heftig, ey. Auch die Fußball-Skins, die Zombie-Fußball-Skins habe ich mir auch direkt eingegönnt. Natürlich mit dem Creator-Code Fix, Leute, wie soll es denn anders sein? Bisschen Rabatt auf meinen Nacken. Ja, ich muss schon sagen, sehr, sehr, sehr nice. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare eure Pro- und Contra-Sachen zur neuen Season. Da vorne haben wir zwei Spieler, das heißt ich noch und einer müsste noch irgendwo lost sein. Einer wurde weggepumpt. Okay, ich glaube, die sind alle dort. Wir haben übelst den MP-Spray am Start. Ich darf nicht so viele Mats wasten. Boah. Schade. Der spielt nicht schlecht, der Typ. Zone macht auch Auge. Oh mein Gott, Zone macht jetzt schon Auge. Okay, Zone was. Zone Wars ist da, Freunde. Oh, oh, oh. Nice one. Ich habe keine Mats, Leute. Nein, das könnte mein Ende sein. Oh shit, Leute, shit, 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 shit. Oh. Oh Mann, Alter, ohne Mats ist schon belastend. Alter, das gibt es nicht. Let's go. GG, Bro! Oh mein Gott, als ob ich das noch gewonnen habe. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich auch mega über ein Abo freuen, falls ihr neu seid auf dem Kanal oder falls ihr mich schon kennt. Schlagt mich gerne mal euren Freunden vor, vielleicht gefallen denen ja auch meine Videos. Dankeschön fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.